Jetzt kommen wir zum letzten Act des heutigen Abends und ich freue mich wirklich einen Ast ab, dass Sie zum Lagerfeuer Deluxe zum allerersten Mal heute gekommen sind. Halleluja, ja, das ist auf jeden Fall ein Halleluja, Bernd. Es soll Teile der Band geben, die schon relativ fortgeschrittenen Alters sind, ihr Leben lang Musik gemacht haben und jetzt gerade einen richtigen Schub bekommen. Zu Recht, wie ich finde, großartige Texte, großartige Musik. Und das heute hier in einer ganz speziellen Besetzung. Plus, es gibt noch eine wirklich, wirklich schöne Überraschung. Deswegen möchte ich noch einmal den berühmten Lagerfeuer Deluxe Applaus hören für die jetzt kommende Band. Bitte macht Lärm für Fortuna Ehrenfeld! Ich möchte vor allem auch die Bandglieder im fortgeschrittenen Alter begrüßen. Paul Weißer ist heute 18 geworden. Herzlichen Glückwunsch. Und dann wollte ich noch sagen, und wir begrüßen das Konzept hier total, dass alle still sind, unser Zuhörpublikum sind. Ne? Von uns aus müsst ihr das aber nicht akademisch sehen, uns geht das am Arsch vorbei, macht was ihr wollt. Das ist, weil die aus der kalten Sakristei kommt. Da weht der Frost der letzten Jahrtausende. Ich bin das heilige Kanonenrohr, Samstag frei und noch nichts vor. Was laufen kann es auf Tournee, die ganze Welt, in Doppel-D. Links von der Straße und rechts von der Stadt haben die Leute das Leben satt. Mach dein Sauerkraut Diplom und schreie Sinn. Und schreie sind, ein Megafon. Die Straße ist runter und dann wieder auf. Es ist Freitagnacht und der Mond geht auf.
es stinkt nach Davidoff, Kirche und Kalaschnikow. Ich lauf die Stadt ab, kreuz und quer. Viel zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viele Lichter und zu viel Verkehr. Die Straße erst runter und dann wieder auf. Es ist Freitagnacht und der Mond geht auf. Die Straße erst runter und dann wieder auf. Es ist Freitagnacht. Der Mond geht auf. Blitzkrieg, Baby, Elvis lebt. Mein Mädel geht nicht, nein, sie schwebt und bleibt vor meinen Augen stehen. Das Leben ist angenehm. Die Straße erst runter und dann wieder hoch. Es ist Freitagnacht und der Mond geht auf. Straße ist runter und dann wieder auf. Es ist Freitag und der Mond geht auf. Es ist Freitag und die Welt geht drauf. Auch mal schön so still, ne? Wenn ich ihn früher gefragt habe als Kind, was willst du zum Geburtstag, dann hat er gesagt, bitte eine Leerkassette, damit ich endlich mal meine Ruhe habe. Leute, guckt mal echt im Internet, ich will nicht so lange faseln. Wir haben, weil es immer nur so Plörre gibt auf den Konzerten, wir haben unseren eigenen Rotwein gemacht, der Fortuna Ehrenfeld Don't Touch. Und jetzt... Ruhe! Jetzt habe ich das aber allen erzählt, vom Vereinsheim bis hierhin. Ne? Das sind 25 Meter, die haben den alle leer gesoffen. Jetzt habe ich nichts zu trinken. Kann ich mal ein Glas Rotwein haben? Ein Glas örtliche Plörre. Kommt ein Schiff am Bahnhof an, auf irgendeiner Landebahn. In einer großen weißen Stadt, die irgendwer erfunden hat. Und irgendwer steigt dann ein
lauscht in die blaue Nacht. Wir sind eine Weile weg. Menschen haben kein Versteck. Ja, was soll man da sagen, ey? Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ich glaube an alles, was ich irgendwie bewegt. Komm, sag mal du, ich höre dich nicht. Halleluja, mein zu weit weg Mädchen, sag grad, sie glaubt an mich. Sag grad, sie glaubt an mich. Mal bist du da, mal bist du hier. Ich schreib jetzt wieder auf Papier, damit ich mich noch möglichst lang auf deine Antwort freuen kann. Wenn alles in dir links rumfährt, ist keiner da, der zu klären. Ich bin erst mal eine Weile weg. Menschen haben kein Versteck. Ja, was soll man da sagen, ey? Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ich glaube an alles, was ich irgendwie bewegt. Komm, sag mal du, ich höre dich nicht. Halleluja, mein zu weit weg Mädchen. Sag grad, sie glaubt an mich. Sag grad, sie glaubt an mich. Oder gesagt hat, das ist Messbein. Und als nächstes bitte die Vorhaut Christi, dankeschön. Liebe Gemeinde, am Sonntag ist ein blindverliebter Banker besoffen durch die U-Bahn randaliert. Die haben ihn irgendwie bis Montagmorgen zur Schaltöffnung wieder repariert. Worüber haben wir gerade nochmal gesprochen? Ich bin heute so ein bisschen derangiert. Ich muss erstmal für einen Moment sortieren, was durch so einen langen Tag alles passiert. Ich kannte mal einen Witz aus Colorado, da schießen sich zwei Cowboys selbst ins Bein. Das Ende hab ich irgendwann. Vielleicht fällt's mir später wieder ein. Und die Sterne leuchten heute so hypnotisch.
glaub, die wissen gar nicht, dass sie jemand sieht. Die sehen so aus, als wären sie da chaotisch hingebügelt. Doch ich weiß genau, was da die Strippen zieht. Der Beelzebub, Schwefeldampf steigt auf. Wenn nachts die kleinen Panda-Bären schlafen, dann bleiben aus Respekt die Wolken wach. Sie schauen auf jedes Meer an jedem Hafen und machen dabei möglichst wenig Krach. Die Sterne leuchten heute so hypnotisch, ich glaub, die wissen gar nicht, dass sie jemand sieht. Die sehen so aus, als wären sie da chaotisch hingebügelt, doch ich weiß genau, was da die Strippen zieht. Schau, sie drehen sich grad ein bisschen weiter und flunkern den Sekunden heimlich zu. Für heute lässt das große Universum uns kleine Menschen für einen Moment in Ruhe. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, dass wir heute nur eine halbe Stunde spielen dürfen, muss ein schlechter Mensch sein. Ein Tag zum Vergessen, ein Tag wie ein Schwein, zum Töten zu rosa, zum Fressen zu klein. In so müden Momenten kratzt von unten die Zeit. Du schlägst mit den Fäusten die Langweilen breit. Sag, zu wem willst du beten, zu wem willst du gehen, wenn die ganzen Gefühle so weit rechts von hier stehen? Und zu wem willst du aufschauen? Absolutely nothing and impresses me like this. Letzte Kommando, verliebt und loyal, zwei beknallte Piloten mit viel Potenzial, zwei Mangas und Tangas, verkannte Genies, Reisegruppe seltsam auf dem Weg ins Paradies. Wir stehen an jeder Laterne und in manchem Gesicht, so als hätte man Wölfe unter die Menschen gemischt. Dauert nicht mehr so lange, schlägt dir irgendwas ein. Richtige Sternzeit,
falscher Verein. Wir sind das letzte Kommando, verliebt und loyal. Drei beknallte Piloten mit viel Potenzial. Drei Mangas im Tanger, verkannte Genies. Reisegruppe seltsam, auf dem Weg ins Paradies. Es ist bloß aus den Punks geworden, alle machen Webdesign. Toffifee auf Eierschaukel, Kajam und ich. Lieber am Arsch als einer von denen. Lieber am Arsch, la 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 la. Lieber am Arsch, muss doch irgendwas geben. Schrei mal ganz laut Scheiße und dann hau mir eine. Wir sind das letzte Kommando, verliebt und loyal. Drei beknallte Piloten mit viel Potenzial. Drei Mangas in Tangas, verkannte Genies. Reisegruppe seltsam auf dem Weg ins Paradies. Deine Haut schmeckt nach Heimat und der Rest so nach Tier. Aber nur eine Minute weiter von hier frisst uns der Morgen den letzten Moment, den aus uns beiden nur die Zeitlupe kennt. Geht wählen, ihr Arschgeigen. Danke. Wiedersehen, auf Wiedersehen. Die Totgesagten können übers Wasser gehen. Auf Wiedersehen, trink mit mir und zähl bis 10 und dann pack deinen Scheiß zusammen und dann fahr mir weg. Es ist noch lange nicht vorbei. Und wenn wir wiederkommen mit offenem Verdeck. Wir zwei, stundenlang, stundenlang auf der Autobahn. Ich zeig dir, wie der Arsch der Welt dein Innerstes zusammenhält. Und jetzt pack dein Scheiß zusammen und dann fahr mir weg. Es ist noch lange nicht vorbei, und wenn wir wiederkommen mit offenem Verdeck, wir zwei, kannst du mich noch mal küssen? Schau der Himmel so nah. Hey, du solltest noch wissen, dass nichts ist, wie es ist, und nichts bleibt, wie es war. Jetzt pack dein Scheiß zusammen. Immer schnell, ich komm nicht drauf. Wie heißt nochmal ein Schwein beim Dauerlauf? Alles, was knallt, ist angenehm. Es gibt eine Zeit zu kommen und eine Zeit zu gehen. Und pack dein
Scheinchen, Rosa. Ist ein trauriger Blick. Du stehst mir gegenüber und bist endlos weit weg. Jedes Wort wäre zu wenig, das dich doch nicht beschreibt. Was soll ich Worte sprechen, wenn dann doch keines bleibt? Riesengroß sind die Wellen. Und so tief ist das Meer, jeder stolze Matrose segelt dir hinterher. Zitternden Händen zurück an Land. Süßes Meer, kennst kein Ufer, kennst kein Schmerz, kennst kein Glück. Wer auf dir je gesegelt, der will immer zurück. Thank you.
Matrosen segeln dir hinterher. Und der Colonia. Danke, Colonia. Das ist unglaublich, was Sie heute mal gemacht haben innerhalb kürzester Zeit. Danke. Macht richtig Lärm für Fortuna. Was für ein wunderschöner Abend. Danke, dass ihr heute da seid. Wir haben noch keine Zeit. Kannst du dich erinnern, wie wir uns damals küssten? Das war die beste Klatsche eines Chefanästhesisten. Das war der beste Stoff von allen Kryptoniten. Der traf uns punktgenau wie Stalagmiten, Stalaktiten irgendwo in dieser Welt. Kannst du dich erinnern? War ja kaum zu glauben, ein Schrank voll feuchter Hosen und Pipi in den Augen. Wir hatten keine Ahnung, wir hatten keinen Plan, also haben wir uns besoffen und so fing das dann an und dann raus in diese Welt. Da kannst du dich erinnern, wie wir uns damals küssten, erst gegen die Vernunft und dann gegen die Faschisten. Unsere ganze Welt war Stereo und nix davon gelogen, als uns unsere Porschenherzen mächtig um die Ohren flogen. Wir konnten nicht drauf wetten, wir konnten nicht drauf spüren, wir konnten es nicht fassen, aber brüll und heul, ich hör nicht. Kannst du dich erinnern? Als wir uns damals fragten, wie lange das wohl gehen kann und die Fragen dann verzagten, wir schworen uns den Brauseid beim Bade des Proleten und tackerten, ich liebe dich mit Morse-Alphabeten in die ganze große Welt. Kannst du dich erinnern, wie wir zusammen starben? Bei dreckiger Beleuchtung sieht man heute noch die Narben. Verliebt bis in die Friese und über beide Ohren im Niemandsland gestorben, im Niemandsland geboren. 50 Shades of Toast, Brot und eine Tonne Quark. Da muss man wirklich sagen, das war richtig. Richtig. Kannst du dich erinnern, wie wir uns da küssen, es ging nie wieder, bei dem wir uns wissen,
Danke fürs Zuhören. Natürlich auch beim Fahrrad Thomas. Wir